Hallihallo. Ja, der eine oder andere hat vielleicht meinen Community-Beitrag gelesen. Frau Holle war unerbittlich und hat mich, uns ziemlich auf Trab gehalten. Ja, deswegen leider jetzt länger kein Video. Es tut mir echt total leid, aber ja. Heute möchte ich euch im Prinzip eh nur kurz sagen, ich habe zwischendrin immer wieder Ordnung geschaffen in meinem Bastelzimmer, so muss ich es eigentlich sagen. Ich habe von der Christel das Kaufpaket gehabt mit sehr vielen Stempeln und Stanzen und sehr vielen Embossing-Foldern drinnen gekauft gehabt. Und ich habe damals schon gesagt, ich muss das jetzt alles irgendwie anders machen. Ja. Und das habe ich jetzt so nach und nach eigentlich immer gemacht. Und anfangen du jetzt mit die Schablonen. Da waren zwar im Paket keine drin, aber die habe ich auch gleich gemacht. Und zwar habe ich da bei irgendjemandem auf YouTube habe ich das so in der Art gesehen. Mir fällt aber nicht mehr ein, wer es war. Und ich finde das Video jetzt auch nicht mehr. Sollte ich es doch noch finden, dann werde ich es euch unten verlinken. Jedenfalls habe ich immer, den habe ich eh schon daheim gehabt. Und zwar ist das ein A5-Ordner. Und da habe ich mir hinten jetzt einfach ein Schild drauf gemacht und habe mir Stencils drauf geschrieben. Und da sind jetzt im Prinzip meine ganzen Schablonen drinnen. Und zwar einfach in so Hüllen. Die habe ich jetzt einfach. Einfach. Ich zeige euch das jetzt mal. Da habe ich mal so einen Papierstreifen, also in dem Fall jetzt Kraftpapier. Ich habe da überall einfach Restpapier hergenommen, aber ich habe wirklich nur so viel Kraftpapier in meiner rechten Kiste gehabt, dass ich mir da wirklich die Streifen problemlos schneiden habe können. Und die Taschen da, wo die drin sind, das sind die da. Die 15x15 Polybags von Action. Ja, da habe ich mir einfach oben im Prinzip da, wo das Klebeteil ist, das habe ich mir weggeschnitten und habe da im Prinzip einfach mir ein weißes Blatt reingetan. Das ist so ein alter Zeichenblock, den ich gefunden habe. Zu dünn, um damit ein Kartenrolling zu machen, aber so für das ist es eigentlich ganz gut. Ja, und da seht ihr, ich habe die immer doppelt, also und habe die im Prinzip jetzt alle da drinnen. Ich habe die jetzt auch nicht irgendwie nach Thema sortiert oder was, also die sind da einfach drinnen. Und da habe ich noch so einzelne, die habe ich mal, ich weiß es gar nicht mehr, die habe ich von irgendjemandem geschenkt gekriegt. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Die habe ich ganz einsam und alleine gefunden. Ich habe das vorher alles in einer Schachtel einfach drin gehabt. Ja, und jetzt eben ordentlich in einem Ordner. Und der Ordner braucht auch wesentlich weniger Platz als wie die Schachtel. Das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Ja, und da hinten habe ich mir einfach ganz normale A5 Hüllen. Und da habe ich die drinnen. Beziehungsweise auch meine selber gemachte Wolkenschablone, dann sind da die Buchstaben, die selbstklebenden von Action. Und da hinten habe ich noch so Sachs, Kunststoffregister Teilchen, die ich mir aufgeklebt habe, um selber Schablonen zu machen, sozusagen. Was will mein Handy jetzt? Okay. Mein Handy spinnt momentan. Also Katastrophe. Also sollte es jetzt manchmal so düdüten. Ich habe ein Vibrationsding an. Ich habe zwar einen Flugmodus drin, aber mein Handy will immer irgendwie so einen Offline-Suchmodus aktivieren. Und ich habe ihm schon 100.000 Mal gesagt, nein, ich will das nicht. Ich weiß, wo mein Handy liegt. Ich brauche keinen Offline-Suchmodus. Naja. Gut. Das waren die Schablonen. Achso, vor lauter, jetzt hat mich das Handy abgelenkt. Gell? Ich habe da eben ganz hinten drinnen
Das sind so Kunststoffregister gewesen, das sechs schon, das habe ich da einfach angeschnitten, da das Registerkraffel. Und die habe ich mir deswegen auch gehabt, weil ich mir gedacht habe, da kann ich mir eventuell eben mit die Stanzen, aber das muss ich erst probieren, selber Schablonen machen. Aber da bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber sollte ich das dann einmal schaffen, dann werde ich euch das auch sagen. So, das waren jetzt einmal die Schablonen. Dann die Stempel. Ja, das war eine Herausforderung für sich. Ich habe ganz, ganz lang, ich meine, es ist ja momentan nichts offen, ne? Ich habe ganz lang Amazon rauf und runter Hüllen gesucht. So, meine Kunden habe ich genug, gell? Kosten teilweise wirklich Vermögen. Also, ja, Vermögen, kann man so sagen. Und dann war ich in Innsbruck Lebensmittel einkaufen und bin dann da durch die Büroabteilung, weil ich mir gedacht habe, jetzt schaue ich mal. Ja, und da gerade, wo habe ich sie nicht? Da habe ich ganz normale Klarsichthüllen gefunden in A5. Und da sehe ich, da steht drauf Premium-Klarsichthüllen. Da sind 20 Stück drin in A5. So. Warum Premium? Weil die relativ dick sind. Also normale Klarsichthüllen, ich habe jetzt leider keine Lager. Nö. Wohl, da liege ich gar nicht. Moment. Die ist zwar schon kaputt, aber das ist so eine normale Klarsichthülle. So, 0815, sehr wackelig und alles drum und dran. Und die sind eben relativ stabil, hört man auch. Also dieses richtig dickes Plastik. Und da bin ich jetzt einfach hergegangen und habe mir die, upsala, mit meinem tollen Schneider, habe ich mir eingelegt und haben wir einfach den weißen Streifen da abgeschnitten. So. Und dann schauen die Hüllen so aus. Das heißt, ich habe da jetzt den etwas festeren Rand noch. Und dann bin ich hergegangen und habe mir auch wieder aus dem Zeichenblock, also ich habe da mehrere nicht lauern, A5 Platteln zurechtgeschnitten. Die kommen da rein. Und da kommen dann meine Stempel rein. So, wo habe ich jetzt einen? Wo habe ich jetzt einen? Ja, ich habe leider so wenig. So. Nehmen wir den da. Und da kommen jetzt meine Stempel rein. Einer vorne, einer hinten. Und der Vorteil von den A5 Hüllen ist einfach, ich habe auch größere als die A6 drinnen Platz. Weil zuerst habe ich mir wirklich auf Amazon geschaut, A6 Hüllen, dann A5 Hüllen. Dann habe ich mir überlegt, Taschen zu kaufen. Aber da hatte ich dann jetzt mal das Knipserle aufmachen müssen. Und jetzt ganz ernsthaft, die 20 Stück Klarsichthüllen da, gab 1,39 haben die gekostet oder 1,49, ich weiß es jetzt gar nicht. Da hat die nicht einmal zwei Taschen gekriegt. Also damit unter ein Versand kann ich auch noch zahlen. Ja, jedenfalls schaut das jetzt so aus. Ich habe da links, links vorne und hinten meine Stempel drinnen. Und dann war ich doch glatt zu frech und bin zum Action gefahren. Ja. Der liebe Action hat ja offen. für Grundsachen, sage ich jetzt einmal. Und es gibt ja da das Click and Collect, nennt sich das. Es gibt es auch in Deutschland außen auch. Weil Action ist ja europaweit, also denke ich mal, dass er das überall anbieten wird. Jedenfalls bin ich dann zum Action, weil ich eben auf der Homepage gesehen habe, dass Boxen und so Zeug und da, also bei den Click und Collect Sachen dabei waren. Entschuldigung. Und dann habe ich mal, also statt Click and Collect, bin ich dann zu dem netten Menschen an der Kasse, der mir
ich schon länger kennt mittlerweile. Und haben gefragt, ob ich das wirklich unbedingt über Click and Collect machen muss oder wenn ich eh schon da bin, ob er das einfach tipp und ich mir das dann hole oder er mir holt oder wie auch immer. Und ich sage, nein, es geht so auch. Gut, dann habe ich mir Kurbeln geholt und zwar, da sind jetzt schon meine ganzen Stempel drinnen, dann habe ich mir Kurbeln geholt und zwar der da. Die kennt es sicher, das sind die geflochtenen. Von den türkisfarbenen haben es leider nicht mehr einen Tag gehabt, deswegen habe ich jetzt die dunkelblau genommen, weil ich überall die gleiche Farbe haben wollte. So. Gut. Da habe ich mir jetzt vier habe ich mir da jetzt gekauft. Und zwar schnell Lineal holen müssen, weil ich habe die Dinge alle schon angerissen. Und zwar wissen wir ja alle A5 bis im Prinzip, wo habe ich denn jetzt meine leere Hülle futsch weg? A5 ist im Prinzip die 21 cm, also das Papier selber jetzt. Die Hülle ist dann ein bisschen breiter, klarerweise. Und zwar ist die schon fast 22 cm. Und der Korb, den ich da gekauft habe, dieser hier, der hat ein Außenmaß ja, von 23 und ein Innenmaß ja, von 22. Aber ich denke, meine Hüllen passen da rein, als war der Kopf für das gemacht. So. Ich war äußerst zufrieden. Mehr kann ich echt nicht sagen. Der Kopf hat mir Bagatelle gekostet. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Echt, ich habe keinen Zettel. Viel haben es nicht gekostet. Also alle vier zusammen nicht mal 10 Euro, glaube ich. Ja, und das seht ihr schon, da habe ich jetzt meine Hüllen drinnen. Und zwar alle mit der dicken Narbung nach oben. Und alle sind auf, ich sehe es gar nicht, und alle sind auf der Seite offen. Das heißt, ich habe immer den gleichen Handgriff. Bin Rechtshänderin, also von der Seite. Dann sechs ist da noch, habe ich da so Abtrennungen eingemacht. Die habe ich mir aus dem Aquarellblock einfach geschnitten. Sind jetzt ein bisschen schmäler, weil sie ja klarerweise die 21 sind. Aber das ist mir eigentlich wurscht. Das ist jetzt nicht so tragisch. Und von der Höhe her sind sie, glaube ich, 18, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, 18 cm, das heißt, die schauen auch richtig gescheit weit außer. Beschriftet habe ich es jetzt noch nicht. Ich habe es derweil einmal grob sortiert. Einfach im Prinzip, was man eigentlich nicht. Also, da sind halt so Vintage-Sachen drinnen. Da ist das Kaffee, Cocktail, also so alles, was irgendwie mit Essen und so zu tun hat. Da ist das Herzzeug rein, also Liebe, dann so Bordüren und Ranken und so Zeug. Dann die ganzen Boho-Sachen. Und Chagall, da hat sich schon ein Falsches eingeschlichen. Make-up, den habe ich vorgestern hergenommen, deswegen. Was habe ich da? Ja, alles so Meer und Reisen im Prinzip. Was haben wir da? Dein Geburtstag, Weihnachten. Also Weihnachtsstempel habe ich jetzt auch ganz nett dabei mittlerweile, muss ich sagen. Das war der Korb. Dann habe ich einen kompletten Korb, also jetzt ist es schon ein bisschen Platz, aber einen kompletten Korb, nur mit Blumen und Pflanzen. Und da ist eigentlich auch alles kreuzquer drinnen. So, eigentlich eh alles. Also sechs vielleicht schon soll, wenn ich ein Stempelset habe, wo Stanzen dabei sein, dann sind die hinten drin und der andere Stempelset. Also da genauso. Und die kleinen, jetzt muss ich schauen, wo habe ich denn eins? Das war irgendwo da vorne. Oder auch nicht? Nein, da. Da bei den Kleinen ist ja eine Stanze dabei und die habe ich mir einfach
Da habe ich mir so ein kleines Kautele gemacht. Und da ist mein Stanze hinten drauf. Das heißt, das tue ich auch bewusst verkehrt ein, dass ich den Stempel einfach besser sieht. Ich meine, ich habe da ja vor kurzem auch gesehen, mit Laminierfolie Taschen zu machen und so weiter und so fort. Ich meine, er hat Laminierfolie, er hatte schon da, ich habe ein Laminiergerät da, aber mir war das einfach zu aufwendig, muss ich jetzt echt sagen. Der eine oder andere versteht es vielleicht. Die ganzen Stempelsets jetzt abzustempeln und das dann, Taschen aus dem Laminiergerät zu machen, das war mir jetzt echt einfach zu viel Arbeit. Also es war das schon einmal zu viel Arbeit. Weil ich habe echt von jeder Hülle den Rand oberschneiden müssen, habe die ganzen A5-Platteln zugeschnitten. Und wie gesagt, das habe ich allem so nebenher gemacht. Vom Schlafen gehen habe ich halt wieder 3-4 Hüllen gemacht und habe wieder Stempel reingekramt. Ja. Jedenfalls habe ich das jetzt eben so, dass sie da, wenn gleich auch so Stanzen dabei ist, das ist einfach da hinten zu. Ich sehe das ja, dass da Kartelle noch mit zusätzlich rein ist. Und bei den größeren Sachen eben, da habe ich einfach hinten die Stanzen komplett auf einem Magnetplattel drauf. So wie sie vorher im Ordner drin gehabt hat im Prinzip. Und das sehe ich eben schon auch so große Stempelsets wie das. Habe ich jetzt problemlos Platz da drinnen. Also, oder da, wenn ich so kleine habe, ja, dann haue ich halt da noch so einen anderen dazu. Ich sehe dann, was drinnen ist und ich habe sie im Prinzip dann einfach grob sortiert. Vielleicht unterteile ich mal das mit den Blumen sogar nochmal in Blumen und Pflanzen dann separat. Wobei das dann unter Umständen ein bisschen blöd ist, weil ich auch Stempelsets habe, wo Boards drauf ist. Ja, so viel dazu. Ach Gott, der Hursten, der geht mal auf den Krexi Sachsen. Was soll ich denn da noch rein? Da habe ich meine ganzen Spruchstempel, also die werden mittlerweile auch schon mehr. Ja, langsam aber sicher. Also Spruch, ich habe da auch so Buchstaben und Zahlen drinnen. Ja, dann habe ich da, achso, das sind meine ganzen Tiere. Meine ganzen Tierchen sind da drinnen. Und da eben auch wieder, wenn ihr die Stanzen dabei habt, sind die hinten zu. Der ist cool, schaut mal. Haha, den habe ich ja endlich super Platz. Und sogar die Schichtstempel. Hast du, was ist jetzt? Ich bin es nicht mehr gewohnt, so viel zu reden. Sogar die Schichtstempel habe ich eben da drinnen Platz. Ich habe da allein, ich glaube, da oben habe ich ein Stickerl abgeschnitten. Die hat es ja mal beim Action gegeben. Da habe ich eben die Katze und das Lama. Die Lamas, Entschuldigung, sind zwei. Ja, und oder eben auch die großen Stempel, was ich jetzt gekriegt habe von der Christel. Da bin ich einen, aber da ist der große drinnen. Problemlos. Und das ist halt wirklich genial. Da habe ich meine so Fairy Tale Abteilung, meine Einwohner. Ja, also wie gesagt, ich habe das jetzt mal einfach grob sortiert. Da habe ich jetzt mir einfach schon ein paar Register vorgeschnitten. Dann sind eben da meine noch leeren Hüllen, wo ich eigentlich nur eine gehabt habe. Da habe ich die wieder reingetan. Keine Ahnung. Und ich habe mir vorsichtshalber eben schon so Klarsichthüllen noch mitgenommen. Man weiß es ja nicht, ne? Nicht, dass die dann einfach mal nicht mehr gibt. Oder so. Da ist die andere. Und von dem her habe ich mir da jetzt einfach ein bisschen was Vorrat besorgt. Und ich habe mir auch noch A5 Blätter zurechtgeschnitten, eben zum Einlegen. Das war Korb 3. Und jetzt kommt Korb 4 und im vierten. Das habe ich im Geschäft ja nicht gewusst beim Action. Sonst hätte ich mir da vielleicht doch eine andere Farbe genommen.
Da sind jetzt rein meine Stanzen rein. Und das Teil, ach, ich schwöre es euch, das wiegt. Und da seht ihr, ich bin auch noch gar nicht fertig. Da eben die Stempel habe ich jetzt großteils glaube ich. Ein paar habe ich glaube ich noch, die was ein zum Sortieren sein. Aber eben da habe ich jetzt meine ganzen Stanzen. Und das ist auch wieder Blumen und Pflanzen, habe ich da Abteilung. Da sind auch dann wirklich so die Blätter drin. Und ich habe die ja vorher, wie gesagt, alle in Mappen gehabt. Und zwar in so A6. Und deswegen sind die jetzt auch alle auf A6. Und die haben wir jetzt einfach so eins zu eins rausgetan. Und schiebe die jetzt eins zu eins so in die Mappen meine. Mir gedacht, das ist einfachste. Dann habe ich da meine ganzen Tierstanzen. Also Schmetterlinge. Was haben wir da? Das ist die Fuchsstanze. Dann habe ich da die Eule, was bei der Stanzmaschine vom Action dabei war. Die zuckersüße Katze, die hat mir die Anja mal geschickt. Ich liebe sie immer noch, abgöttisch. Dann sind da auch wieder Schmetterlinge. Ja, also alles Mögliche. Das sind die Marienkäferchen, was ich von der Ricky gekriegt habe. Das habe ich von der Tanja gekriegt. Haust die, dass sie alles noch beieinander bringen da. Dann noch haben wir da so Themen, also Happy Birthday, und das da. Dann habe ich da den, ich glaube, den hat es mir beim Action gegeben, keine Ahnung. Dann das mit den Sektgläsern mit Just Married. Ja, also gesagt, alles Mögliche. Da das Babyset, das hat es auch mal beim Action gegeben. Entschuldigung, ich muss immer wieder husten, das ist der Wahnsinn. Das bringt der Schnee halt mit sich. Und dann haben wir es noch extrem kalt auch noch gehabt. Also es war echt eine heftige Woche. ja, und das sind meine ganzen im Prinzip Randsachen. Also die da. Ja. Einfach alles. Da zum Beispiel die Kreisstanzen, was ich von der Anna gekriegt habe. Oder eben auch so einen Rahmen habe ich da. Ich glaube, den habe ich auch mal beim Action gekauft. Und was total cool ist, ich habe auch die großen Stanzen vom Action drinnen Platz. Also 6, es geht sich gerade und gerade aus, aber sie haben Platz. Und ich habe jetzt aber einfach aus Platzgründen, weil ich dann noch nicht gewusst habe, wie viel Platz ich da drin jetzt noch wirklich habe, habe ich jetzt da drei und da drei, aber die werde ich noch einzeln einsortieren. So, jetzt habe ich da alles verwurstelt. Das sind meine Randsachen. Die werde ich noch einzeln sortieren, also kriegt jedes seine eigene Hülle. Dann habe ich da eben, ups, so die ganzen Schriftzüge, die habe ich auch von der Tanja gekriegt. Oder die Buchstabenstanzen, die hat es einmal beim Action gegeben. Dann habe ich da so Tags beziehungsweise die Stanzen oder diese hier. So sechs ist ein bisschen. Dann sind da meine ganzen Randstanzen. Ich habe auch noch andere, also die sind nicht vom Action. Das sind auch andere, die sind, na wohl, ich glaube, das da und das ist vom Action. Das war es jetzt nicht. Also die sind nicht vom Action. Die anderen, glaube ich, sind alle vom Action. Dann sind da die ganzen kleinen einzelnen, was beim Action mal gegeben hat, wobei ich da schon wieder viele weggetan habe, also getauscht oder was auch immer. Da habe ich eben die Herzen, dann da das Baby, Mobile, die zwei Haseln. Und da auf der anderen Seite die Feder, dann dort das Teil da, die zwei Süßen, sage ich jetzt einfach einmal. Und dann nochmal ein Herz. Dann habe ich da die alle besonderen Karten, die ich einmal probiert habe. Dann da das kleine Häuschen. Da ist eben auch die große drinnen und die Hintergrundstanzen. Da habe ich jetzt auch die Häuser reingetan.
und das Marmeladeglasel. Also das sind halt dann so besondere. Und auch da habe ich so eine Art Fairy Tale, da habe ich Elfen drinnen, die jetzt auch mal beim Action gehen. Und also, dann sind wir eh schon bei den Weihnachtssachen. Habe eben alles einfach so eingeräumt. Und die Sachen, was jetzt eben da noch sein, das sind jetzt die von der Christel noch, die ich noch nicht eingekramt habe, aber was ich dem nicht tun werde. Ja, das war jetzt eben wie gesagt der Stanzenkorb. Wenn ich jetzt mit dem Satz komme, ich wollte euch eh schnell alles sagen, das wird jetzt ein bisschen blöd klingen, gell, weil das Video dauert wahrscheinlich jetzt schon wieder ewig vor lauter so krasseln Probleme. So. Naja. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das einfach einmal sagen. Ich bin auch jetzt dabei, meine Embossing-Folder irgendwie zu sortieren oder sonst was. Ich habe die vorher alle einfach so in der Box drin gehabt und habe dann eigentlich nie die gefunden, was ich haben wollte. Da bin ich eben auch gerade beim Überlegen, wie ich das am besten mache. Und dann habe ich von der Christel nochmal 4 Pakete kriegt. Ich habe ja nochmal ein bisschen was ist jetzt untertrieben. Ich habe ja nochmal Sachen abgekauft. Der eine oder andere wird es noch wissen, das erste Paket hat 7 Kilo gewogen und ich habe jetzt eben wie gesagt nochmal Pakete gekriegt von ihr und zwar 4 Stück, auch 10 Kilo. Ja, aber das ist Papier auch dabei. Ja, nichtsdestotrotz, die werde ich euch auch zeigen, so nach und nach habe ich mir gedacht, allem ein Backtel, also sprich 4 Videos. Ich hoffe, das geht sich aus. Nicht, dass ich wieder irgendwie splitten muss, aber ja, nein, ich denke, ich werde pro Paket einfach ein Video machen. Weil wenn ich euch das dann gezeigt habe, dann kann ich es verrahmen. So, ja. Gut, dann war es das jetzt dabei. Wie gesagt, ich habe nach einer günstigen Möglichkeit gesucht, gerade für meine Stempel und Stanzen, weil ja, die ganzen Taschen und das Zeug gut und recht, aber ich gebe ja nicht für das Drumherum mehr Geld aus, als für was die Stempel kosten. Seid mir nicht besser, aber ich sehe das halt so. Und von dem her, also wird uns die Hüllen uns mir echt leicht. Und sollte da eine hin werden, aber überhaupt kein Problem. Erstens habe ich jetzt 3 Backen in Reserve. Und zweitens weiß ich ja dann, wo ich sie kriege. Und wie gesagt, so 20 Stück haben, dass ich nicht liege. Also 1,50 glaube ich, haben sie gekostet. 20 Stück, dann rechnet es euch das um, was mir eine Hüllen gekostet hat. Ein Zeichenblock, wie gesagt, nehme ich sowieso nicht mehr her. Der ist irgendwann von, keine Ahnung wann, ich glaube, den haben meine Kinder noch in der Schule und liegt halt schon ewig und nur 3 Tage. Ja, es ist jetzt nicht so dünn wie ein Kopierpapier. Ich glaube, so 110 Gramm hat der ungefähr gehabt, was ich jetzt im Kopf habe. Und das ist ideal, so als Zwischenblattl und du hast das alles einfach gut im Blick. Weil du einfach dann auf den ersten Blick sehe ich, was drinnen ist. Und ja, von dem her, also ich bin, so wie ich mir das jetzt gerichtet habe mit den Stempel und Stanzen, aber auch mit dem da, bin ich für eine Weile jetzt mal echt mega zufrieden und so Körbelen, ja, kann ich mir nachkaufen, wenn zwar, wenn meine Sammlung weiter wächst. Das Einzige, was ich jetzt halt habe, die sind jetzt natürlich oben offen. Das heißt, ich kann sie jetzt nicht stapeln in dem Sinn. Ich muss sie irgendwo hinstellen, ja, wo ich nach oben hin dann nicht so viel Platz verliere. Ich sage es jetzt einfach mal so. Aber ich bin sowieso komplett beim Um- und Umrammen und ja. Wenn ich dann einmal irgendwann fertig bin, ja, mit dem Um- und Umrammen und aussortieren, umsortieren, also aussortieren in dem Sinn tue ich ja nicht, aber umsortieren und umorganisieren,
Ich glaube, das machen momentan echt total viele, was ich so mitgekriegt habe. Na, jedenfalls, wenn ich mit dem Ganzen jetzt dann nochmal fertig bin, jetzt dann nochmal, also das kann sich oder das wird sich definitiv noch ein paar Wochen ziehen. Garantiert sogar. Dann werde ich vielleicht wirklich mal so eine Roomtour machen. Was darf jetzt denn davon halten? Also, eigentlich so mein kleines Bastelreich einmal zu sagen. War sicher witzig. Ja, jedenfalls wollte ich euch das jetzt einmal zeigen, so, weil dann kann ich es jetzt da irgendwo verrammen. Wie gesagt, ich habe noch 4 Pakete von der Christel, die werden nach und nach kommen. Wenn ich meine Embossing-Folder, was, wie sie aufbewahrt, ha, jetzt haben wir das Wort wahrscheinlich gefallen, gibt es da auch ein Video dazu. Und ich habe eigentlich schon ein paar tolle Karten und Bastelsachen im Kopf, aber ja, ich hoffe, ich komme da jetzt auch bald dazu. Also, es ist echt schwierig momentan mit der Zeit. Ja, aber werden wir schon alles schaffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, was es habt. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!